Ich baue heute die Küche meiner Tochter um und zwar dachte ich mir, dass ein richtiger Wasserhahn irgendwie spannender wäre. Ich lag da gar nicht so falsch. Sie fand den Wasserhahn richtig toll. Nach dem Frühstück hat sie sich noch eine Weile mit dem Hahn beschäftigt und ich konnte eine kleine Runde aufräumen. Also wenn eure Nerven eine komplett geflutete Küche mitmachen, kann ich euch das nur empfehlen. Danach haben wir uns gemeinsam auf die Yogamatte geschwungen. Das ist für alle Familienmitglieder irgendwie ein richtig großes Highlight des Tages geworden. Danach habe ich meinem Gesicht einen kleinen Touch-up gegeben, da unsere Nächte weiterhin sehr durchwachsen sind. Danach ging es ab in die dicken Klamotten. Es ist ganz schön kalt draußen, aber wir waren trotzdem eine kleine Runde spazieren. Hier mache ich ein weiteres YouTube-Workout für euch ready. Und schon war sie wieder wach. Wir hatten noch ein bisschen Spaß, haben was gelesen und uns dann was zum Mittag gemacht. Das bisschen Haushalt macht sich irgendwie doch nicht von alleine, aber ich habe ja einen fleißigen Helfer. Und dann haben wir versucht, uns was Gesundes zum Snacken zu machen. Jemand war ganz schön ungeduldig, aber am Ende hatten wir eine super leckere Schokomousse. Am Ende habe ich noch mein Kleid für morgen gesteamt.